Dresden befindet sich im Krisenmodus. Die Corona-Ausbrüche bekommt die Landeshauptstadt nicht unter Kontrolle. Schulen sind geschlossen, immer mehr Unternehmen droht der Bankrott und in der Kulturbranche gehen die Lichter aus. Millionen an Steuergeldern fehlen der Stadt schon heute. Dresden muss den Gürtel enger schnallen. Der Rat ist frei, sich dem einen oder dem anderen von mir skizzierten Szenario zu nähern. Nur eines wird sicherlich nicht funktionieren. Alle Wünsche erfüllen, nichts teuer werden zu lassen und gleichzeitig schuldenfrei bleiben. Doch den teuersten Wunsch, die Errichtung eines gläsernen 140 Millionen Euro teuren Verwaltungspalastes, möchte sich der Oberbürgermeister und einige Stadträte trotz fehlender Einnahmen dennoch erfüllen. Die Schuldenfreiheit der Landeshauptstadt geben sie dafür bereitwillig auf. Wir stehen vor der Entscheidung, baut man hier ein Verwaltungszentrum für 139 Millionen oder investiert man das Geld sinnvoller in Radwege, in Fußwege, in Kindergärten, Schulen und auch in Gebäude, die die städtische Verwaltung im eigenen Bestand hat. Wir haben in Dresden viele Immobilien, die nur teilweise nutzbar sind, weil es entweder Sanierungsstau gibt oder weil es Probleme mit der Bausubstanz gibt. Wir sind der Meinung, erst Bestehendes sanieren, dann Neues bauen. Im neuen Rathaus gibt es die Möglichkeit, über 1000 Arbeitsplätze einzurichten. Ein großer Teil des neuen Rathauses wird nicht genutzt, weil er marode ist. Und für weitere Arbeitsplätze, die die Stadtverwaltung noch benötigt, kann man vernünftigerweise etwas anmieten. Dafür gibt es Alternativen. Die Drehwerk zieht demnächst aus dem World Trade Center aus. Dort werden viele Flächen frei. Uns sind die Mitarbeiter der Dresdner Verwaltung wichtig. Wir wollen, dass man in das neue Rathaus investiert, dass man dort vernünftige, moderne Arbeitsplätze schafft. Also, nicht stur am Verwaltungspalast festhalten, denn es gibt günstigere und bessere Alternativen. Doch wie lange soll das neue Rathaus noch im Dornröschenschlaf liegen? Sanierungsinvestitionen von fast 100 Millionen Euro, vom Stadtrat längst beschlossen, stauen sich seit Jahren auf. Die Bilder sprechen eigentlich eine deutliche Sprache. Man sieht, dass es viele Orte gibt im Rathaus, die immer mehr verkommen. Und für uns ist nie nachvollziehbar, dass die Stadtverwaltung plant, dieses Gebäude erst nach 2027 zu sanieren. Gleichzeitig glauben wir, dass es ein attraktiver Standort als Begegnungsstätte für die Dresdner, Anlaufstelle für die Dresdner, für Bürgeranfragen ist, aber auch ein Standort werden kann für das touristische Leben in Dresden, dass man wieder auf den Rathausturm hoch kann, dass man eventuell die Innenhöfe oder die Seite zur Weißen Gasse kulturell, gastronomisch belebt. Eine Investition hier in diesen Rathausstandort ist für uns viel sinnhafter, zielführender, als ein neues Gebäude zu schaffen. Das ist ein Aushängeschild für die Stadt Dresden, für die Bewohner und am Ende auch ein touristisches Highlight für die Gäste unserer Stadt. 100 Meter hoch über dem Herzen der Landeshauptstadt, mit einer malerischen Aussicht auf Dresden und sein Umland. Und im Inneren mit einer fertigen Galerie ausgestattet, die seit 5 Jahren vergeblich auf neue Besucher wartet. Der Rathausturm prangt als Symbol für eine bisher vertane Chance über der Stadt. Ich bin ein Bürger dieser Stadt und bin riesig dankbar, dass ich auf dem Turm stehen darf vom neuen Rathaus, weil mir zum ersten Mal bewusst geworden ist, was unsere Altvorderen hier geleistet haben. Sie haben nämlich auf den Rathausturm die 16 Tugenden aufgestellt. Ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Rathaus mal wieder zum Prinzip zurückkommen, weniger ist mehr. Und das Wort Demut steht mir da an erster Stelle. Unser Rathausmann da oben, der kann ja das Füllhorn über die Stadt nur ausgeben, wenn etwas da ist. Und insofern sind diese Sandsteinfiguren Mahnung und Verpflichtung zugleich. Ich bitte alle Stadträte, noch mal wirklich darüber nachzudenken, ob es in diesen Zeiten sinnvoll ist, etwas Neues aufzubauen, bevor man erst mal das Alte in Schuss bringt. Wir müssen in das Rathaus investieren und dort gute Arbeitsplätze für die Mitarbeiter der Dresdner Stadtverwaltung zu schaffen. Wir wollen, dass am Ferdinandplatz eine belebte Fläche entsteht. Eine Fläche, die genutzt wird für Wohnungen, für Restaurants, für einen kleinen Park. Eine Fläche, auf der Leben herrscht und kein Verwaltungsgebäude steht, wo nach 17 Uhr tote Hose ist.